Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und herzlich willkommen zurück zu Franbo. Und ja, wir haben den Cam. Wir haben Rattengebürse, Mann, die letzte Folge, die war einfach so emotional. Wir haben einer Ratte das Haar gebürstet, wir haben Käferschweine getötet, wir haben Huckepuck das Schlossgespenst gefunden im Wald und den DHL-Boden, Hermes-Boden, nee, Quatsch, den DSL-Boden klar, DHL. So, auf jeden Fall. Werner, meine Katze. Vielleicht haben wir noch irgendwelche versteckten Informationen. Und dann gehen wir erstmal zu den anderen komischen Dingern da und werden die befreien. Dann kriegen wir einen Schlüssel. Okay. Oh, da. Sahen so aus, wie aus einem anderen Wald. Wie kann man denn aus einem anderen Wald aussehen? Ist die Borke denn woanders? Oder anstatt links, rechts bin ich, oder? Was ist ein Portal? Ein Portal, kleine Dame, ist wie eine normale Tür, glaube ich. Klar. Immer wenn ich zur Arbeit reingehe, ist da auch eine Tür. Wenn ich drinnen bin, komme ich mir vor, als wäre ich durch ein Portal gegangen. Weil dann habe ich auf einmal keine Lust mehr. Dieses Portal klaut mir alle Kraft, die ich habe. So, Kenneth, ich habe den Kamm dabei. Kommen Sie mal her. Hier, euer wunderschöner, glänzender, epischer Kamm. Okay. Ja. Ach du, Friend, der Mensch, du hast es endlich geschafft. Hoffentlich öffnet der Schlüssel die richtige Tür. Jetzt fliegen wir nach Süden. Auf Wiedersehen. Es sind keine Vögel. Warum fliegen die nach Süden? Oh, wunderschön. Tschüss, leuchtende Wesen. Gute Reise. Wir sehen uns wieder. Arrivederci. Guckt nach bei mir auf Facebook. Wir sehen uns dann. Was? Ob die auf Facebook haben? Ja, möglich wäre ja so einiges heute. So, auf jeden Fall. Ja. So, wo gehen wir jetzt hin mit dem Schlüssel überhaupt? Und zwar. Ach, hier, vielleicht da. Was? Achso, ich hab die Pillen noch auf. Ich wollte gerade sagen, hä, wie lange war ich denn weg? Wollte mal meinen. Ah, eigentlich könnte ich auch, ne? Hier drin ist kein Loch. Ah, dieser Schlüssel. Also, warte, ich muss erst bauen. Ich muss bauen. Kombinieren. Ich bin Tim, der Heimwerkerkönig. Ich baue mir ein Tor. Ein Portal, meine ich. So, benutze. Ich hätte es jetzt oben drauf gepackt, aber das wird so auch funktionieren. Warte, bitte. Seht ihr? Wie das funktioniert alles? Reine Magie hier. Was für eine seltsame Tür. Vor allem ziemlich klein. Ich frage mich, wohin sie mich führt. Mr. Midnight, bist du da? What's that? Nicht immer ins Auge, das tut doch weh, also. Also, nee. Kapitel 2, Teil 2. Doppelte Persönlichkeit. Okay. Wow. Ich habe etwas auf dem Kopf. Es ist ein Gehirnfresser oder so. Sieht aus wie eine Katze. Doppelte Persönlichkeit, okay. Frambo, Fran, hallo, aufwachen. Wir sind gekidnappt worden. Okay. Yeah. Mr. Midnight, oh nein, dein Kopf, Kätzchen. Das ist, nein. Warte mal. Das ist nicht meine Katze. Was für ein seltsamer Hut. Okay. Wie auch immer. Ich muss meine Katze finden. Und ich hoffe, wir kommen hier ganz schnell raus. Boah, dieses Foto.
Ja, ich weiß auch nicht. Ein doppeltes Lottchen, wunderbar. Was haben wir hier noch? Willkommen zu Hause, Kätzchen. Hoffentlich gefällt dir dein neues Bett. Sei nett und friss dein Futter. In Liebe, Clara und Mia. Hey, sehe ich aus wie eine Katze? Das geht so nicht. Also. Bleib, wir lassen mal wieder auf hier, ne? Oh, was haben wir denn hier? Berry. Extra Cross. Nehmen wir mit, einkassiert. Löffel. Messer, einkassiert. Man braucht immer ein gutes Messer dabei, natürlich. Können wir nicht mitnehmen, okay. So. Mr. Midnight, diese Mädchen, sie haben mein Kätzchen genommen. So, ich muss mal grad was gucken einmal. Wow. Da schweigen der Lämmer. Warum heißt das ein Stein überhaupt? Okay. Hey, du wirkst frisch, lebst du noch? Anscheinend wohl nicht. Da könnte man jetzt eigentlich hochgehen, glaube ich. Halt. Oh. Ah, ein Brief. Kommen wir da rüber? Ich komme da nicht hin. Ich brauche eine Brücke. Okay. Ja, das wird so nichts. Hier, ich bin ja ein guter alter Werfer, ne? Hesserwerfer, das wird 100% nicht funktionieren. So, ja gut. Gut, wir brauchen dafür erstmal eine Brücke. Oh, oh, was ist das denn hier? Also, ich esse ja auch gerne Fleisch, muss ich sagen, aber Fotos würde ich mir davon nicht in die Wohnung hängen. So sehr mag ich das auch nicht. Was ist denn mit dem Bär da überhaupt los? Wurde der zugenäht da? Ein tanzender Teddybär. Er hat keine Schuhe. Wie traurig. Dieser Teddybär hat keine Schuhe. Ich setze mich nicht hin. Brauchst du auch nicht. Wir wollen das gucken. Ah. Salz. Wunderbar. Nehmen wir mit. Wir gehen ja heute kochen noch ein bisschen. Stat. Was für ein komisches Ding. Keine Kekse. Keine Kekse. Pfeffer. Auch keine Kekse. Chilischote? Nein, nein, nein. Eichhörnchenteile. Sehr gut. Die gibt es bei uns im Laden auch zu kaufen. Ne? Und Blumen. Mal gucken, wie es hier aussieht einmal. Ja, also nicht anders als vorher, okay? Gut. Also wenn das jetzt das Haus der, ich sag mal, Zwillinge ist, dann müssen wir ziemlich weit paddeln. Ich sehe da kein Land. Was haben wir hier? Ja, das war auch sehr. Oh, Kuchen. Alles gemobst hier erstmal. Mit Karamellsoße, okay. Lecker und wunderschön. Ah, guck mal, Kuchen da. Oh, keine Donuts. Was ist das denn? So, den werde ich jetzt mal das Essen versalzen hier erstmal. Was ist denn Salz da? Negativ. Positiv, Friend. Positiv. Ich sagte positiv. Das klappt nicht. Huh. Schokoladenkuchen. Mein Lieblingskuchen. Soll ich? Nimm den Kuchen. Vielleicht nur am besten. Nimm den Kuchen. Schokoladenkuchen. Mein Lieblingskuchen. Soll ich? Ja, du hast doch schon gerade. Wenn du so weiter machst, ist der Kuchen auch bald weg. Klar, so ein Bild. Was ist das hier? Die Schwestern, sie sehen sich so ähnlich. Zwillinge wahrscheinlich. Guck, kommen wir mal. Ah, Kerzen. Schwarze natürlich vor allen Dingen. So, die Schublade ist leer, die ist auch leer. Da haben wir Mob, den Mobby. Was ist das denn? Auch. Ich höre was gerade. Mach mal Licht an.
Hey! Was? Hallo, ist da wer? Ah! Mr. Midnight? Mr. Midnight, hallo? Bist du's? Miau? Okay. Friend, bist du es wirklich? Oh Mann, endlich! Es kennt meinen Namen und ich glaube nicht, dass es Mr. Midnight ist. Ha, doch eine Katze. Oh, Fran, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe jetzt gedacht, es kommt irgendwie was. Ne, ihr wisst schon so. Mir kann alles Mögliche passieren. Ich habe dich sehr vermisst. Ich habe von dir geträumt. Und ich habe von dir geträumt, Mr. Midnight. Und hier bist du. Danke, dass du. Ich liebe dich. Oh, schön. Ich liebe dich auch. Mr. Midnight und ich habe dich. Ich liebe dich auch. Mr. Midnight. Und ich habe dich. Okay. Ah, die Ratte. Das war das Futter. Verständlich, klar. Das macht Sinn. So, etwas ist passiert. Jemand nahm mich und steckte mich in diesen Käfig. Aber jetzt mal vom Logischen her. Warum wird jetzt Fran entführt und in dieses Katzenkörbchen gelegt, wo dann drauf steht, hey Kätzchen, hier bist du zu Hause. Hier Essen und Futter hast du da. Obwohl die Katze auf dem Dachboden ist. Warum nehmen sie dich? Die Katze ist doch egal. Ich werde den Käfig öffnen. Ich werde ihn für dich aufsprengen. Ich brauche bloß zwei Stangen Dynamit, brauche ich. Dann bist du da frei. Glaube ich. Alles wird gut. Wir müssen nur hier raus. Friend. Kann ich dich so. Sprachkarate, ne? Das kommt von wenig Schlaf leider. Friend, kann ich dich was fragen, ne? Klar, frag ruhig. Klar, Mr. Midnight. Was ist los? Erzähl, Bro. Hast du mein Präsent in deinen Träumen gespürt? Ach, du warst das. Er sagt das doch gleich. Also, ich bitte dich. Also, wer soll denn darauf kommen, bitteschön? Ich habe nicht wirklich mit dir gesprochen. Okay. Ich glaube, jemand hilft uns. Jedes Mal, wenn ich von dir träumte, fühlte die Präsenz von etwas anderem. Okay? Präsenz? Das ist die Medizin. Aber wer gab die, meine Liebe? Joa, ich denke, die waren dein Doktor. Die halten dich für verrückt, wenn du mit einer Katze sprichst. Die sogar noch antwortet. Okay. Das macht dich nicht gleich verrückt. Nein, natürlich nicht. Oh, schau mal. Ich versuche den Schlüssel zu finden. Und dich zu befreien. Oh, ich liebe dich. Mensch. Ah, so herzerwärmend. Sie haben sich endlich wiedergefunden nach all den Jahren. Wir gucken uns erstmal hier mal ein bisschen um. Ganz viel Kleinkram haben wir drin. Kleinkram, Kleinkram. Klein Kram, klein Kram, 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 Kram. Wow, sie sind alt geworden. Oh, schauen wir mal, die Schwestern. Okay. Oh nein, ich wünschte, ich könnte dich dir rausholen. Gut, was haben wir denn hier? Wow. Oh, hallo, kleines Baby. Wer hat euch zusammengenäht? Ja. Okay. Wartest du auf Ostern? Ja. Und später kommt er raus. Was ist das denn? Tote Ratte. Ich glaube, der steht nicht mehr auf, Fran.
So, von hier aus erstmal, ja, Schlüssel haben wir noch nicht. Der Schlüssel muss irgendwo anders sein. Wir können auch mal gucken. Wow. Ja, und was es mit der Gestalt auf sich hat, werden wir es in der nächsten Folge erfahren. Von Gaming with Ben oder Let's Play Fran Bone in dem Sinne. So, das heißt, von hier aus wieder ein Cut erstmal. Und ich sage Tschüssikowski und bis dann. Bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben und bei Let's Play Fran Bone. Und ja, wenn euch das Ganze soweit gefallen hat, dann gerne Video liken und kommentieren, das Video natürlich auch teilen, damit es alle anderen auf der Welt auch sehen können. Und ich sage Tschüssikowski, bis dann, achso ja, unten rechts, Abonnier-Button nicht vergessen. Drücken, denn nichts mehr verpassen ihr könnt und so. Tschüssikowski und bis dann, bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben und bis dann natürlich immer schön weiter zocken. Also, reinhauen!